Schon seit einigen Jahren ist der Filmemacher Robert Beske auf den Pfaden des Zittauer Advokaten und Aufklärers Christian Gottlieb Prieber unterwegs. Vor 2 Jahren war der Leipziger zu Dreharbeiten in Amerika. Ja, ich habe das erste Mal von Christian Gottlieb Prieber, von diesem Utopisten, vor 5 Jahren in der Ausstellung, habe ich zum ersten Mal von ihm gehört. Und eigentlich hat mich das sofort fasziniert, dass dieser Mann eigentlich wie ein Phantom durch die Weltgeschichte gewandert ist, dass wir kaum was von ihm wussten. Und das ist natürlich eine wunderbare Voraussetzung für einen Film. Man kann eigentlich aus dem Vollen schöpfen und Sachen suchen, auf die Suche gehen nach Dingen, die heute auch Utopien sind oder was wir denken, was heute Utopien sind. In Telekoplens geht Beske auf Spurensuche, auch nach der Cherokee-Nation, deren Häuptling Prieber war. The Cherokees, as they were growing up here and these children were growing up, they lived happy, carefree lives. But their lives changed when they came in contact with another way of life. And it put fear in their life. It changed them because fear makes you do things that you never thought you could do before. And the Cherokees were a peaceful people by nature, but when their society changed because of intervention by other nationalities, fear became a part of their life. And you can imagine being a little child in the Cherokee, as a Cherokee boy or girl in 1821, and having soldiers come in and arrest your family and put you in a holding pen. They put them in holding pens, basically just like animals. Im Gespräch mit Forschern, Kommunenbewohnern, Schülern und Countrysängern zeichnet der Film ein persönlich nahes Provinzbild vom kleinen, verschlafenen Ort in Tennessee. Robert Beske kommt später nach Zittau, arbeitet nach dem gleichen Konzept. Wo es denn provinzieller sei, wollen wir von ihm wissen, in der amerikanischen oder der deutschen. Nun, der Begriff Provinz ist vielleicht auch selber auch ein kleiner Mythos, aber auch natürlich Realität. Ich denke, Provinz ist etwas, wo Leute aufwachsen, wo sie bleiben und wo sie sich verhaftet fühlen auch. Und ich glaube, das habe ich an beiden Orten gefunden, dass ich Menschen getroffen habe, die dort heimisch waren und die auch ganz ähnliche Probleme hatten. Und komischerweise hat mich das auch irgendwie an die Utopien erinnert, dieser Christian Gottlieb Prieber damals, die ihn damals umgetrieben haben. Also was heißt Gleichberechtigung, was heißt Besitz? Solche Sachen spielen heute genauso eine Rolle wie vor 300 Jahren und vielleicht noch viel mehr. Haben Sie irgendwo in Zittau in Ihren Begegnungen das Gefühl gehabt, dass Sie da auf jemanden treffen, der womöglich von ähnlichen Utopien begeistert sei? Vielleicht nicht so radikal, wie es damals für den Prieber war. Die Zeiten haben sich natürlich geändert, aber ich glaube, der Wunsch, die Gesellschaft zu verändern, den haben hier noch viele. Also ob in der Oberlausitz oder in Amerika, das findet man auch bei Älteren, das ist eigentlich bei jeder Generation noch da, dass man sich eine bessere Gesellschaft, eine gerechtere Gesellschaft wünscht. Wie sein verschollenes Manuskript, das die ersehnte Republik Priebers Kingdom Paradise beschreibt, verliert sich auch Priebers Spur. Geblieben ist der Traum von einer klassen- und ausbeutungslosen Gesellschaft. Der Film von Robert Beske ist ab sofort in der Prieber-Ausstellung im Zittauer Museum zu sehen und wurde durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und die Sächsische Landesmedienanstalt gefördert.